Die Singgruppe Tribuswinkel lud zum Kirchenkonzert in die Pfarrkirche Tribuswinkel. Eine friedvolle Einstimmung auf Weihnachten. Es sangen der evangelische Singkreis sowie die Gruppe Thomas Drinnert und Freunde. Frau Blaha, heute das letzte Konzert vor Weihnachten der Singgruppe, schon ein bisschen Lampenfieber? Ja, das ist jedes Jahr vor der Aufführung selbst, sind alle sehr nervös und unsicher, ob eh alles klappen wird, aber meistens funktioniert es dann wunderbar, wenn wir im Singen sind dann. Freuen Sie sich schon auf das Konzert, Lampenfieber? Lampenfieber und natürlich freue ich mich aufs gemeinsame Konzert. Singen und Weihnachten, das ist was, das gehört einfach zusammen. Ja, ist eine Tradition und ich finde es einfach schön, wenn man solche Traditionen aufrechterhält und auch mit dieser Feierstunde, mit dieser besinnlichen, die Leute ein bisschen zur Ruhe zu bringen vor Weihnachten. Ja, Singen gehört auf jeden Fall dazu. Singen ist froh für die Menschen und natürlich auch zur Weihnachtszeit. Es ist ja recht eine hektische Zeit, gerade zu Weihnachten, wo man immer sagt, die stille Zeit, da bringt einem Singen wieder auf die Erde zurück. Daher werden wir uns heute bemühen, das wirklich getragen und besinnlich zu gestalten. Wie haben Sie sich für das Konzert heute vorbereitet oder ist das schon alles Routine? Routine ist sowas nie, weil wir sind das erste Mal mit dem Tribuswinkler Chor gemeinsam und das ist für jeden neu. Wie habt ihr da geprobt vorher? Ja, wir haben in Dreiskirchen im Gemeindesaal der Evangelischen Kirche geprobt und gestern haben wir Stellprobe mit den Tribuswinklern und jetzt haben wir in der alten Schule wieder gemeinsam die zwei Lieder, die wir gemeinsam singen, geprobt. Wir machen jedes Jahr das Konzert mit unterschiedlichen Teilnehmern. Wir organisieren das als Singgruppe Tribuswinkel und laden immer noch einen anderen Gastchor ein und auch die Bläser, das Bläserensemble, damit das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher ist. Was steht im Programm? Wie habt ihr es ausgewählt? Es ist immer Musikstücke, die man nicht so oft hört, also eher auch aus dem ländlichen Bereich. Auch mal ein bisschen ein Gospel drinnen, aber eher deutschsprachige Lieder und nicht das, was ständig im Radio zu hören ist oder im Fernsehen. Also das sind eher Lieder, die aus dem ländlichen Bereich kommen und die halt wirklich besinnlich sind. Wir haben Gaudete zum Beispiel oder Siehe, ich sende dir einen Engel von Vulpius. Wir haben noch ein drittes Lied, ein englisches Lied aus dem 16. Jahrhundert. Mal sehen, ob es uns gelingt. Die Pfarrkirche in Tribuswinkel schaut von außen ein bisschen klein aus, aber wenn man drinnen steht, hat schon einen mächtigen Eindruck. Ja, die Kirche ist sehr schön, vor allem sie hat eine sehr gute Akustik. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn man leise Passagen singt, dass das dann auch noch in den hinteren Reihen gehört wird, ohne Mikrofone. Und deswegen singen wir auch gerne hier in Tribuswinkel. Was wünschen Sie sich für Weihnachten? Ja, dass die Menschen ein bisschen friedvoller miteinander umgehen und mehr Verständnis aufbringen gegenseitig.